Vorbiger in Erinnerung. Hör mal. Da hat aber die falsche Frau alle Sachen. Ja, ich hab's nicht gefragt. Ja, aber so. Peter Spitzer, wir haben ja eben eine große Tour gemacht. Wir kennen uns ja schon seit ein paar Jahren. Du hast hier schon mal ausgestellt, aber diesmal haben wir das Highlight. Wie viele Traktoren hast du eigentlich? Ich habe 5 Schlüter. 5? Dann kommen noch ein paar Unimog, MF dazu und Ford, aber mein Herz schlägt für Schlüter. Wie ist das damals angefangen? Erzähl mal, du warst Kind, hast du mir mal erzählt. Ja, ist richtig. Und hast dann die Prospekte bekommen, nachdem du da hingeschrieben hast. Ja, auch das ist richtig. Das hast du alles gut behalten. Ja. Und diese Kindeserinnerungen, die sind eigentlich bis heute zum heutigen Tage geblieben. Selbstverständlich hat sich das irgendwann mal mit 16, 17, 18 Jahren verloren. Dann hast du deine Ausbildung gemacht, dann bist du ins Berufsleben eingestiegen.
Und irgendwann 2001 auf dem Feldtag in Nordhorn ist dieses Landwirtschaftsfieber, nenne ich das mal, wieder ausgebrochen. Ja. Das Faible für alte Landtechnik. Ja. Und da bin ich mit einem kleinen 411er Unimog angefangen. Und 2005 habe ich meinen ersten Schüter bekommen. Ja. Und ab da gab es kein Halten mehr. Ja. Ne? Dann hat man das, was man zu der damaligen Zeit noch kaufen konnte, war man hinterher. Und heute habe ich 5 Schlüter in meinem Besitz. Ich habe gelesen, es gibt kaum noch alte Schlüter. Ist das richtig? Und wenn es welche gibt, sind die sehr teuer. Ja, alt ist schon mal relativ. Was ist alt? Wenn du dich mal umguckst, ich meine, der Schlepper hinter mir ist Baujahr 76. Ja. Das ist natürlich für die damalige Zeit ein Monster. Ein Monster damals, ja. Wenn du dich hier umhörst und auch umschaust, da fahren Exponate hier rum. Das, glaube ich, wird es in den nächsten Jahren und auch Jahrzehnten nicht mehr geben, dass so viele hochwertige Schlüter, die jemals gebaut worden sind, an einem Tag, an einem Wochenende zusammen im Einsatz zu sehen sind. Ja, das ist also mit Sicherheit eine einmalige Meisterleistung. Wie viele haben wir jetzt hier? Wir haben von den großen Trucks über 30. Und wir haben sage und schreibe 7 Profi-Trucks hier in Nordhorn an einem Tage zu sehen oder an einem Wochenende zu sehen. Und das hat es selbst auf den Schlüter-Feldtagen nie gegeben, da waren maximal 2. Du hast also jetzt einen 500er, ne? Es gibt aber auch noch einen größeren, eben vorher einer, da sagst du, oh, das ist ein ganz großer. Das ist der 5000er, wenn du dich umdrehst, hinten im Hintergrund, das ist der einzig gebaute von 1978, mit dem 12-Zylinder-Motor, 500 PS und bis heute unschlagbar, das Gerät. Es ist ein Einzelstück von Schlüter gebaut für den jugoslawischen Markt. Ja. Durch den Krieg in Jugoslawien ist das ganze Projekt über Tito gestorben. Und dieser Schlüter ist jetzt in Sammlerhand und ist da sehr, sehr gut aufgehoben. Okay,